So, Servus YouTube und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Bioshock 1. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht großartig rum. Jetzt habe ich es schon wieder gemacht. Wir labern gar nicht großartig drum rum, sondern legen direkt los. Wir wollen nämlich ein Geschütz einnehmen, das uns leider aber auch schon gesehen hat. Au, 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 au. Ich hoffe mal, dass das einzigste Geschütz ist. Zack. Und dieses Mal gehe ich. Obwohl, kommt. Ja, das wär jetzt richtig dumm gewesen, wenn ihr da. Da extra so einen Injektor benutzt hätte. Ich glaube, den sollten wir wirklich für wichtige Sachen aufheben, wie zum Beispiel Saves oder Geschütze, die nur einen höheren Hexdarus brauchen. Oh, was? Ach so. So. Keule, du arbeitest jetzt für mich. So, das positionieren wir mal. Weil die Fenster sind ja wahrscheinlich nicht zum Spaß da. Mal gucken, mit viel Glück. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo das andere ist. Ach, guck an. Tja, Rauchen kann tödlich sein, Leute, ne? Hier seht ihr ja. Kann man das hier stehen lassen? Ja, ich denke, das treffe ich schon, oder? Mal sehen. Ja, das treffe ich. Kein Problem. Das. Wow! Scotch? Nee. Tonband, ja. Wir sind alle hier runtergekommen, weil wir dachten, wir werden alle Glieder in Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist, während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Er residiert oben in Fort Frolic und bumst die schärfsten Mädels. Wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fische aus. Fontaine verspricht uns, es wird besser. Tut so, als wäre er einer von uns, verstehst du? Als ob der einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte. Er sagt, wir treffen uns um 11 in der Baracke, wo der Fisch abgepackt wird. Ich gehe hin und bring noch ein paar Jungs mit. Hey, recht viel schlimmer kann's nicht mehr werden. Er hockt in Dingsbums und bumst die schönsten Weiber. Alles klar. What the fuck, wie geil. Ja, guckt euch das an, so endet man, wenn man anfängt zu saufen, ne? Ja? Drück auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Oh, Kaffee. Kaffee ist immer gut. Schön, du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Ja, Keule, da muss ich dich enttäuschen, weil wenn der nämlich rot ist, kann ich gar nicht anders, ja? Ach toll, der ist nicht mal rot. Sind hier schon Gegner? Wartet mal, ich muss hier gerade mal ganz kurz aufräumen. So. Das kann ich eigentlich da stehen lassen. Ja, ich will es immer mit E nehmen. Das ist. Ja, scheiß drauf. Go. Nein, was mache ich? Oh mein Gott, ich bin doch sau dem Dumpatz. Dämlich bin ich doch. Ach Gott, hier. Scheiße, jetzt habe ich für einen Millimeter. Habe ich jetzt. Ach, scheiß drauf. Los geht's. Da ist er. Ist da oben eine Sicherung durchgebrannt? Ich kann hier drin überhaupt nichts sehen. Gib mir einen Moment und ich hole dich da raus. Moira, kannst du mich hören, Liebling? Es ist so dunkel hier drin. Wenn dein Freund nur nach oben schauen würde, vielleicht könntest du ihn warnen. Oder wenigstens irgendetwas. Oh nein. Außer nur tatenlos zuzusehen. Wow, what the fuck? Kommt die hier rein? Leiter!
überall. Ich kann sie nicht aufhalten. Muss mich zurückziehen. Hol meine Familie daraus. Wir treffen uns dann so schnell wie möglich wieder. Oh. Aha. Okay, da muss ich jetzt echt... Oh, hab ich den erwischt? Hab ich den erwischt? Bam, Junge! Irgendwie funktioniert das mit diesen... Oh, das hat... Aua. What the fuck? Oh. Jetzt hab ich jetzt auch nicht Bump gemacht, hä? Ich bin einfach einsam, ich bin allein! Jo, dann komm mal her, Freundchen. Was ist passiert? Hau ab, wenn du kannst! Raus da! Wir treffen uns woanders wieder! Oh, das sagst du so ein... Ha, Feuer tut weh, gell? Ja. In your face! Beches und... Wo willst du hin, Schätzchen? Schlag ein Rad! Oh mein Gott! Oh, voll verschwendet. Und ich seh dich... Ich seh dich. Ja, er ist ziemlich weit weg, ja? Komm! Also ich weiß, dass da vorne noch mindestens einer steht. Der Sound backt ein bisschen, kann es sein? Oh. Das Audio-Dingsbums, das holen wir uns gleich. Ich will erstmal den... Oh nein, jetzt kommen die... Wow! Der U-Boot! Nein! Oh. Schleichst dich herein wie ein Attentäter und versuchst dann dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüffler von der CIA. Wer bist du? Weshalb bist du hier? Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. Alter, jetzt ist dem Sai Family oder was? Scheiße. Ja, okay, hören wir uns das mal kurz an. Nee. Ja, scheiße, ne? Also, hören wir uns das mal kurz an. Hab heute Morgen mit dieser osteuropäischen Wissenschaftlerin gequatscht. Sie hat einen ziemlichen Knacks. Genau wie alle anderen Häftlinge, die sie aus den Straflagern befreit haben. Aber sie ist keine Spinnerin. Sie bringt mir so viel Kohle ein, dass Ryan dagegen wie ein kleiner Zeitungsjunge aussehen wird. Sie braucht nur noch ein paar Zutaten, um die Sache zum Laufen zu bringen. Und einen Freund, der auf sie aufpasst. Okay, langsam wird's echt verwirrend. Heilige Scheiße. Oh Mann, hey, das... Los, liefere einen anständigen Kampf! Was? Da lebt ja immer noch einer. Fürs Geld! Das nächste als Dunkelheit! Wo jetzt? Ihr hattet euren Spaß. Irgendwann ist auch bei mir Schicht im Schacht. What the fuck, Alter? Ey, ja, das ist echt... Ja, mein Gott, das ist halt jetzt passiert, ne? Scheiße. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie ändern kann oder... ob das so getriggert ist vom Spiel, dass es so passieren muss. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich kann euch das jetzt echt nicht... Diese Frage kann ich euch leider nicht beantworten. Das ist schon eine verdammt lange Weile her, wo ich das selbst schon mal gespielt habe. Wirklich lange. Ja, hier ist noch. Wo ist es hier? Tonband? Hören wir uns natürlich an. Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch, ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt?
Woher soll ich wissen, dass sie nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine hat das Adam und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe und einen schicken Anzug. Sogar hier unten sieht jeder Idiot, woher der Wind weht. Tja, da guck hin. So, ich denke mal, hier geht's zum nächsten Abschnitt. Ist das automatisch oder? Sollte eigentlich. Ah, okay. Da speichern wir dann einfach nochmal kurz. Speichern! So, und los. Ladescreen, jeder liebt. Ladescreen, jeder. Ach, scheiße. Lade. Ach Gott, ich hab mal da voll den geilen Song gehabt. Oder was heißt hier Song? So ein Gebabbel. Das, wo ich immer wieder mal gebracht habe, das fand ich recht witzig. Ladescreen, jeder liebt ihn. Ja, okay, das war dein. So. Okay, weiter geht's. Moira! Patrick! Das sieht Ryan ähnlich. Wartet, bis wir fast draußen sind und dann schlägt er zu. Wir finden diesen Dreckskerl. Wir finden ihn und dann reißen wir ihm das Herz aus dem Leib! Wow, der ist ziemlich pissed. Ich bin an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunne, der staunend vor den Toren Rom steht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Wow, das sieht irgendwie ziemlich cool aus. Verdammt cool sogar. Okay, da geht's nicht rein. Geht's auch nicht rein. Geht's dann wieder die Little Sisters? Was? Wo? Ich hab dich ganz genau gehört. Ach, da gibt's wieder Kamera. Leere Spritze? Für was brauche ich denn bitte eine leere Spritze? Was soll ich mit einer leeren Spritze denn auch? Hören wir uns mal an. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster! Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Oh, das ist, Was meintest du, Dummkopf? Es ist wunderschön. What the fuck? Weniger Drogen? Würde ich mal sagen. Herrgott, nochmal, ist da jemand? Psst, YouTube. Leise. Ach, hier, schaut mal, da liegt was. Psst. Kannst du mir helfen, Mann? Psst. Kannst du mir helfen? Meint er uns? Oh Gott, bitte, hilf mir doch jemand! Ja. Auf den Trick falle ich nicht rein. Oh mein Gott, ich bin dumm und muss andere Leute um Hilfe rufen. Was? Da liegt das. Oh nein. Okay, wir gehen erst hier. Da ist jemand. Hallo, Schönheit. Oh, boah, voll. Mal gucken, ob ich es schnell genug schaffe. Und... Hey, du Cheater! Alter, das war ja voll frech. Leim?
Eigentlich hätte ich den... Oh Mann! Kontrollante! Ja! Okay, Leute. Hier mache ich einen kleinen Schritt. Der Typ, der geht richtig... Also, das ist richtig... egal. Also, Leute, ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und werft gelegentlich mal einen Blick in die Videobeschreibung unten rein, wer es ja nicht. Also, man sieht und hört sich dann. Bis dahin. Tschüss.